Wir haben hier einmal das Smartcast R15e. Das ist ein Schwarz-Weiß-Echolot, welches in zwei verschiedenen Versionen auf dem Markt ist. Einmal die getunte Version und einmal die ungetunte Version. Die ungetunte Version hat eine Reichweite von ca. bis zu 150 Metern. Die getunte Version hat eine Reichweite von ca. 350 bis 500 Metern. Da kommt es so ein bisschen darauf an, welche Antennen man auf dem Boot hat. Hier kann man ganz genau erkennen anhand der Grauabstufung, ob es sich um weichen Boden oder festen Boden handelt. Man kann auch ganz genau erkennen, ob sich irgendwelche Hindernisse am Boden befinden, ob wir Plateaus haben, ob wir Kraut haben und so weiter. Es hilft uns also ungemein bei der Suche nach den großen Karpfen und nach den Fressplätzen. Wir haben hier gleichzeitig noch eine Meterangabe, die natürlich sehr wichtig ist für uns als Karpfenangler. Wir haben eine Temperaturanzeige und wir haben hier ganz klar zu sehen nochmal die Grauabstufung. Wir haben einmal dunkel, wir haben hell, wir haben über den Schlamm nochmal so ein bisschen Kraut und so weiter zu sehen. Das sind alles Sachen, die uns im Endeffekt helfen. Und weitere Infos, technische Details gibt es auch wie beim Farbecholot auf der Carplaunch-Seite.